Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Ja, wir befinden uns jetzt hier gerade wieder im Menü. Wir haben in der letzten Episode ein bisschen an der Börse hier rumhantiert. Und ja, jetzt habe ich mir gerade gedacht, holen wir uns mal das Walbrook-Becken. Ja, leichter gesagt als getan. Wir benötigen 3 Firmenanteile. Wir haben 0. Da zählen unsere eigenen wohl nicht zu. Naja. Jetzt warten wir mal, bis wir den Einfluss von 25 haben. Und dann werden wir einfach mal, ja, bei der werten Dame hier einen Anteil übernehmen. So nach und nach, dass wir dann wenigstens mal hier uns die 3 Inseln noch dazu holen. Und dann habe ich mir... Cassian Industries heißt sie willkommen. Genau, gedacht, dass Stellen wir jetzt erstmal... Stellen Sie sich nicht dann durcheinander. Das ist organisiertes Chaos. Genau, danke. Dass wir uns erstmal die Tundra denn halt holen, weil die kostet uns nichts. Ja, neuer Besitzer. Und ja, dann kümmern wir uns nach und nach, würde ich mal sagen, erstmal ja, um unsere Insel unten. Da baut ja auch noch die Brücke aus, dass wir da rüber können. Und boah, ich denke mal, das wird schon alles ganz gut klappen. Jetzt bin ich aber gerade noch mal kurz zum Überlegen. Superlegierung, was... Oh Gott, sind die teuer geworden. Was kostet das Ganze? 4000. Ich habe die Route geprüft. Die Lieferungen sollten bald eintreffen. So. Gut, dass Sie hier sind. Dies ist ein schöner Ort, aber er ist abgeschieden. Das könnte der Grund sein, warum die Eden-Initiative ihn ausgewählt hat. Vor 2 Jahrhunderten haben sie hier einen Saatguttresor gebaut, um mittlerweile ausgestorbene Arten aufzubewahren. Dieser Tresor ist unser Ziel. Aber der Tresor ist nicht richtig gewartet worden und hat Lecks. Und er hat noch etwas Gefährliches aus der Vergangenheit mitgebracht. Wir möchten beide in den Saatguttresor, aber zuerst brauchen wir Forscher, die sich vor Ort mit den Funden befassen. Das wäre also erledigt. Also zum nächsten Punkt auf der Agenda. Eine Auktion, da kann man mitmachen. Okay. Verbunden. Das wird uns von Nutzen sein. Das machen wir mal eben noch mit. Jetzt geht's aber ins Geld. Und wie schnell unser Geld runter ist. Ich glaube, wir haben uns alle ein besseres Ergebnis gewünscht, aber man bekommt nicht immer, was man will. Ja, sehr schön. Oh, der Anteil hat uns auch was gebracht. Waren wir nicht eben bei 3000? Naja. Jetzt bin ich komplett raus. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Egal. Wir werden jetzt hier einfach mal ein bisschen die Tundra noch nebenbei ausbauen. Dann können wir die Einwohner ein bisschen pushen und ja. Alles, was wir mehr haben, ist gut. Na. Ja, würde ich mal sagen, das machen wir mal so. Bitte halten Sie sich dabei an unsere Richtlinie. So, dann können wir wenigstens so im Groben und Ganzen nämlich anfangen. Was kostet uns das? Superlegierung. Ja gut, da haben wir sowieso erstmal noch nichts über. Dann wollen wir uns doch mal ein paar Bürger holen, ha? Huh?
Optionen erweitert. Schade, hätte man die ein Stück nach links, dann hätte das komplett gepasst. Naja, passt auch so, mein Gott. Huch, jetzt haben wir gar kein Biopolymer. Das ist ja jetzt blöd. Können wir uns das irgendwie auf die Schnelle... Ja komm, setzen wir hier oben mal ein bisschen an. Und schon haben wir 10 im Plus, das reicht uns aber nicht. Oh, und das passt ja wieder. Aha, genau, ne? Bauoptionen erweitert. Das ist ja irgendwie schon wieder ein bisschen witzig. Was sagt die Katastrophe? 4,5 Minuten, knapp 5 Minuten noch. Und dann kümmern wir uns hier perfekt um die Trockenlegungsstelle. Und keine Sorge, der Vulkan in der Nähe wird nicht ausbrechen und ihre Siedlung begraben. Ich überwache ihn. Ah, aber ja, es gibt einen Grund zur Sorge. Wir kämpfen gegen ein Virus. Den Sektor unter Quarantäne zu stellen, ist keine Option, denn wir beziehen Lebensmittel von außerhalb. Aber mit ihrem Raumhafen als Knotenpunkt sind wir auf der sicheren Seite. Ganz wunderbar. Eine Ablenkung weniger. Gut. Ah, einer geht noch. Warnung, menschliche Ressourcen ungenügend. So, jetzt sollte es aber genügen, ja. So, wir müssen unbedingt Vitamindrinks herstellen. Auch wenn wir echt nicht viel Platz jetzt hier gerade haben. Wasser und Moos. Ja, wir werden das sowieso komplett alles so ein bisschen, ja, umgestalten müssen. Wir brauchen unbedingt mehr Biopolymer. Aber Hauptsache, wir haben 4 Fruchtsäfte gleich erstmal in der Produktion. Ach, zu wenig Harz. Okay. Warentransport verzögert sich. Ursache? Ja. Transporterknappheit. So, und jetzt haben wir keinen Strom. Na, danke. Ja, jetzt fängt das Elend nämlich an. Na, kriegen wir die 5 noch zusammen, oder... Warnung. Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Warnung. Anlagen benötigen zusätzliche Arbeitskräfte. Irgendwie geht das hier gerade komplett nach hinten los. Kann das sein? Versuchen Sie nicht, mir den Blick zu vernichten.
Ja, die brauchen unbedingt die Vitamindrinks, die vier. Also das ist ja... Oha. Fisch auch. Ja, wir werden das irgendwie mit Biopolymer erstmal, glaube ich, langsam angehen müssen. Entweder spinnt mein Tracking-Tool oder du bist immer noch nicht fertig. Ja, lass uns doch mal gerade in Ruhe und nerv uns nicht. So. Was fehlt uns denn jetzt? Arbeitskräfte, ja. Die Straßenverbindung ist doch da. Da fehlen echt gerade Arbeitskräfte. Ich werd verrückt. So verscheißern lasse ich mich jetzt hier. Oh Gott. Raumhafen können wir auch nicht. Ja, jetzt sitzen wir hier gerade so ein bisschen in der Misere, ne? Das ist gut so. Eigentlich verstehe ich das jetzt gerade nicht. Raumhafenerweiterung wird ausgeführt. Ist das jetzt gerade ein bisschen buggy oder? Weil klar fehlt uns ja was, aber es ändert sich ja auch gar nichts. Strom ist da, Arbeitskräfte sind... Ja, natürlich sind die gering, aber... Ja, weitere Wohnungen bauen, haha. Die sind ja lustig gerade, ey. Was soll denn das? Wir haben alle unser... Ja, und der Händler hier oben ist noch nicht bereit, ne? Nein, war natürlich klar. Ja, also das verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber, naja, gut. Doch genauso. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Mehr von sich. Das ist ja genauso jetzt mit der Straße hier. Ah. Ja, merkwürdig. Also arbeiten tun sie wohl trotzdem nicht. Haben wohl keine Lust, keinen Schimmer. Sobald der Ausbau hier gestartet hat, beziehungsweise beendet ist. Denn wären wir hier, ja, Biopolymer. Aber es geht ja trotzdem vorwärts. Da werden wir uns denn direkt nochmal drum kümmern. Also da werde ich Biopolymer jetzt hier rankommen lassen und denn... Es ändert gar nichts. Merkwürdig gerade. Naja.